ich bin Polly Pocket und das hier ist Pollyville, der beste Ort für den besten Tag aller Zeiten. Take a look around your ordinary world. Shake it off with this extraordinary girl. She's here to change your ordinary view. She'll make it exciting and new. Ich bin Polly Pocket. Bestimmt wollt ihr wissen, warum ich hier so schnell durch Pollyville düse. Und das mit 37 Luftballons, 59 Stühlen und einem Hund. Also, alles fing heute Morgen an und alles war eigentlich wie immer, wenn man mit den besten Freundinnen eine kleine Modenschau im Garten veranstaltet. Komm schon, Lila. Wir machen diese Modenschau doch nur zum Spaß. Genau. Und was macht mehr Spaß, als Perfektion zu erreichen? Was kann schon passieren? Wir brauchen doch nur den Laufsteg entlang zu laufen. Dabei kann man doch nichts falsch machen. Oder etwa doch? Und ob, Lea. Das Laufsteglaufen ist eine Kunst. Richtige Models üben Jahre für den perfekten Lauf. Seht her. Selbst ich habe damit noch Schwierigkeiten. Wenn unsere Modenschau wirklich perfekt werden soll, müssen wir uns auf einfachere Schritte beschränken. Aber keine Angst. Wovor denn auch? Alles wird gut. Ich fand das alles jetzt schon gut. Schließlich habe ich den hier. Meinen Glücksbringer. Was für ein hübsches Armband. Bringt es dir wirklich Glück? Ich bin mir nicht sicher. Ich trage es nur bei großen Ereignissen. Und das hier ist ein großes Ereignis? Ich dachte, es wäre nur eine Modenschau im Garten. Ha, wenn es um Mode geht, ist jedes Ereignis ein großes Ereignis. Alle auf ihre Position! Willkommen zur ersten alljährlichen Pollyville Gartenmodenschau. Die Mädchen tragen ultraschicke Outfits, alle entworfen von unserer Chrissy. Unser erstes Model ist Lila. Und wow, bei ihr merkt man wirklich, dass sie weiß, wie man sich auf dem Laufsteg bewegt. Nein, so müsst ihr gehen. Macht mir einfach alles nach. Wir haben wirklich alles nachgemacht. Hey, wir waren ziemlich gut. Und außerdem haben wir jetzt einen Grund, den Friseur zu besuchen, um den Dreck abzuspülen. Ich fand, die Zuschauer waren echt begeistert von der Show. Ein Reinfall war das bestimmt nicht. Hoffentlich gebt ihr mir keine Schuld für das, was passiert ist. Absolut nicht. An mir kann es auch gar nicht gelegen haben. Wenn es um Mode geht, mache ich nämlich nie einen Fehler. Komm schon, jeder macht mal Fehler. Ich nicht. Ich überlege die ganze Zeit, warum es nicht perfekt gelaufen ist. Aber ich finde einfach keine Erklärung. Ich hab's. Es lag bestimmt an meinem Armband. Wie meinst du das? Naja, irgendwie hat es mir diesmal kein Glück, sondern Pech gebracht. So etwas wie Pech gibt es nicht, wissenschaftlich gesehen. Doch, das würde alles erklären. Denn meine Schuld war es garantiert nicht. Ich nehme es jetzt ab, dann werdet ihr schon sehen. Oh, der Verschluss klemmt wahrscheinlich durch meinen Sturz. Lila! Oh nein! Schnell, Shawnee, dreh das Wasser ab! Ich wollte es nicht glauben. Aber es ist wirklich wahr. Ist schon gut, Lila. Selbst du bist nicht perfekt. Was? Nein! Ich meine, ich hatte recht. Dieses Armband ist verhext. Es bringt mir wirklich Pech. Ich wiederhole, so etwas wie Pech gibt es nicht. Wissenschaftlich gesehen,
Ja, du brauchst wahrscheinlich nur einen Ortswechsel. Kommt, gehen wir. Ich darf nicht rausgehen damit. Sonst trifft mich noch ein Blitz. Oder ein Klavier fällt mir auf den Kopf. Nie im Leben. Du hast gut lachen. Dir hängt kein Armband am Handgelenk fest, das dir nur Pech bringt. Ich mach keinen Schritt vor die Tür. Geht schon mal vor, ich hole sie. Laila, alles gut bei dir? Jetzt schon. Ich habe einige Accessoires gefunden, die mich retten werden. Meinst du, die verändern etwas? Auf jeden Fall dein Aussehen. Oh nein, nur kein Spiegel. Ich könnte ihn zerbrechen. Dann hätte ich nur noch mehr Pech. Du machst dich absolut lächerlich mit all den vierblättrigen Kleeblättern und den Hufeisen. Ich weiß, ich weiß. Ich sehe total daneben aus. Oh, Polly, du musst mir helfen. Keine Sorge, wir lösen das Problem anders. Oh. Aber wieder nur, mir könnte eine schwarze Katze über den Weg laufen. Komm einfach mit. Hey, das sitzt wirklich bombenfest. Wenn du das Armband schon nicht abkriegst, überzeug Laila bitte wenigstens davon, dass es ihr kein Pech bringt. Na klar doch. Schließlich gibt es so etwas wie Pech einfach nicht. Wissenschaftlich gesehen. Genau. Alles passiert rein zufällig. Na ja, schön. Und kannst du das Laila rein zufällig auch wissenschaftlich beweisen? Oh, am besten geht das mit Kartenspielen. Hier, mit diesem Kartenroboter. Die Wahrscheinlichkeit, dass er gewinnt oder verliert, beträgt jeweils 50%. Ohne jede Ausnahme, weil es Glück oder Pech nicht gibt. Seht nur. Kartenrobot gewinnt. Okay, jetzt wird also Laila gewinnen. Kartenrobot gewinnt. Okay, dann diesmal. Kartenrobot gewinnt. Kartenrobot gewinnt. Kartenrobot gewinnt. Ja, Kartenrobot. Ja, Kartenrobot. Kartenrobot gewinnt immer. Das ist noch nie passiert. Das ist der Beweis. Mein Armband ist verhext. Und das beweist auch, dass ich überhaupt keine Schuld hatte. Dieses Armband besiegt sogar die Wissenschaft. Dann vergessen wir einfach die Wissenschaft. Dieses Armband hat dir doch nie zuvor Pech gebracht, oder? Du meinst vor unserer Modenschau? Nein. Hm. Und deine Theorie dazu, Polly? Bei der Modenschau muss irgendetwas passiert sein, das all die Probleme für Laila verursacht. Wir müssen das rückgängig machen. Ja! Aber wie? Indem wir genau das Gleiche machen wie heute Morgen, nur in umgekehrter Reihenfolge. Wir müssen einfach nur alles wieder so herstellen, wie es war. Das dürfte ganz einfach unmöglich sein. Schade, Polly. Gegen mein Pecharmband sind wir einfach machtlos. Hey, du bist doch diejenige, die an Glück glaubt. Ich glaube, ein Mädchen kann alles schaffen, wenn sie ihre ganze Fantasie dafür einsetzt. Gut, was hast du für einen Plan, Polly? Chrissy, du und Lea, ihr sucht uns einen anderen Ort für die Modenschau mit einer Bühne und Beleuchtung. Johnny, du trommelst die Leute zusammen. Das wollt ihr alles tun? Für mich? Nach all dem Ärger, den mein Armband verursacht hat? Natürlich. Ja, wir sind vielleicht nicht perfekt. Aber perfekt braucht man nicht zu sein, wenn man Freundinnen hat. So, damit wären wir wieder in der Gegenwart. Ja, das sieht gut aus. Ich verabschiede Sie zu unserer ersten alljährlichen Polyville-Umgekehrt-Modenschau. Schlussapplaus bitte für unsere Models. Und hier verlässt uns Laila, der Star unserer Modenschau. Laila? Ich kann nicht. Nicht vor all den Leuten. Sie können dich doch gar nicht sehen. Sie sitzen verkehrt rum, weißt du doch. Oh, wie soll ich das nur hinkriegen? Bei all meinem Pech könnte ich noch nicht mal vorwärts perfekt gehen. Du brauchst nicht perfekt zu sein, du hast doch uns. Ich hab's vermasselt. Es war eine Katastrophe. Und das ist gut so. Wieso ist das gut? Du hast deinen Fehler schon gemacht, also ist Perfektion nicht mehr möglich. Nun bleibt nur noch eins.
Habt einfach Spaß. Aber mit dem Armband kann ich das nicht. Oh, aber ihr werdet nicht locker lassen, stimmt's? Wir passen auf, wenn du stolperst. Versuch's einfach. Natürlich Schrägschritte rückwärts. Ja, geht das denn überhaupt? Sieht ganz so aus. Ich hab's geschafft. Naja, perfekt war es nicht. Aber du warst großartig. Das stimmt total. Ich hab das Armband besiegt. Nanu, was ist das denn? Es hat sich bei meinem Sturz wohl geöffnet. Also, ich weiß nicht. Vielleicht hat es mir ja vorher gar nicht so viel Pech gebracht, wie ich dachte. Aber woher kamen dann deine Probleme? Ich glaube, ich war es selbst. Weil ich dachte, ich müsse perfekt sein. Aber wisst ihr was? Wer muss schon perfekt sein, wenn man Freundinnen hat? Wie schön. Endlich hast du es kapiert. Mit etwas Fantasie kann ein Mädchen alles erreichen. Sogar Schrägschritte rückwärts. Na schön, ein bisschen Übung gehört auch dazu.